Boah, was war denn das für ein Abend gestern? Wo bin ich denn jetzt aufgewacht? Mal kurz in die News reinhören. Okay, im Radio läuft nichts. Okay, Mitarbeiter des Monats. Wo bin ich überhaupt? Ah, es ist doch bald Silvester. Ich bin hier anscheinend in der Feuerwerksfabrik. Ah, okay. Wird hier Feuerwerk hergestellt oder was? Hier, das sieht echt aus, als wäre das hier so ein Feuerwerkslager. Guck mal, ja, hier sind auch so eine komischen Sachen. Ja, guck mal, direkt mal einen Schneeball machen. Gar nichts los. Es schneit. Schneit es bei euch auch? Dann lasst mal ein Like da und schreibt mal Hashtag Ja in die Kommentare. Warte mal, den werfe ich jetzt mal. Den werfe ich hier gegen die Wand. Und werfen! Was ist das für ein Schneeball gewesen? Was? Warte mal, warte, ich mache einen neuen. Ich mache einen neuen. So, wir nehmen Schnee und werfen! Was ist. Seht ihr es auch? Was ist denn mit dem Schnee los? Was ist das für ein Schneeball? Okay, warte, einmal noch. Schnee nehmen, so und werfen. Was ist das denn? Gefühlt. Wow! Yo! Jetzt explodiert ja alles! Oh Gott! Gefühlt habe ich irgendwas Komisches gemacht? Was ist hier? Ich wurde irgendwie verzaubert oder sowas. Was sind das für Teile? So Dornen? Hä? Wie, das muss ich jetzt hier stehen. Habe ich jetzt über Nacht eine Superkraft bekommen, nur weil ich auf so einer komischen Party war? Warte mal, was ist gestern Abend nochmal passiert? Da war auch so ein komischer Typ. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der hieß. Cooper oder so. So ein ganz komischer Typ. Guck mal, ich kann hier einfach die komplette Firma auseinandernehmen. Die Regale fallen hier gefühlt schon auf mich. Um Gottes Willen. Wie komme ich jetzt hier am besten raus? Und was ist das vor allem für eine komische Fähigkeit? Ich glaube, ich wurde verzaubert oder sowas. Hallo, ist hier jemand? Wer bist du denn? Hallo, schön, dich kennenzulernen. Hallo! Willst du wissen, was mit dir los ist? Ja, ich würde es schon gerne wissen. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, ich mache hier nämlich einfach einmal den hier. Und dann sind hier so ganz viele Dornen auf dem Boden. Was ist mit mir? Was ist mit mir geschehen? Ich war auf einer Party und bin jetzt hier aufgewacht. Was ist los? Interessant, interessant. Kein Problem, ich kann dir das gerne verraten. Du wurdest verzaubert. Was? Also hatte ich recht. Wieso wurde ich verzaubert? Von wem denn? Von Mr. Magie. Mr. Magie, das ist doch ein ausgedachter Name. Das haben Sie sich doch eben ausgedacht. Den gibt's doch gar nicht. Mr. Magie, wahrscheinlich heißt er dann auch so. Aber willst du wissen, was mit dir los ist oder nicht? Ja, natürlich will ich wissen. Okay, ich bin ja leise. Alles in Ordnung. Ja, dann, ich wurde verzaubert. Okay, das glauben wir jetzt mal, ja? Und wo ist denn dieser Mr. Magie? Kann er mich zurückverzaubern? Mr. Magie lebt auf einer einsamen Insel. Okay, und was? Wo soll die sein? Wie finde ich das? Ich will das wegbekommen. Wie geht das? Ich kann dir das zeigen. Aber nur für 100 Euro. Für 100 Euro? Na gut, habe ich hier irgendwo noch Geld rumliegen? Hier, 100 Euro, bitteschön. Folge mir. So, und jetzt, hier soll Mr. Magie also drin sein, oder wie? Ganz genau, du kannst ihn aber nur mit einer Sache aufhalten. Mit einer Sache aufhalten und wie funktioniert das? Nimm diese Lava-Waffe, sie ist sehr stark. Yo, was ist denn das für ein Teil? Warte mal, damit mache ich einfach... Yo, was ist denn das für ein Ding? Okay, vielen Dank dafür, dann suche ich jetzt mal Mr. Magie. Oh mein Gott, guck dir das mal an. Ich kann hier einfach alles zu Lava machen. Ich zünd hier alles an. Wie das auch aussieht, wie das hier runterläuft, wie stark. Rauskommen, Mr. Magie. Mr. Magie, das ist er. Oh Gott, wie kriege ich ihn jetzt aufgehalten? Oh nein, weg hier. Wir müssen ihn irgendwie anzünden. Verbrennt er jetzt? Komm schon, bitte. Oh Gott, wir müssen hier ganz schnell weglaufen. S-O-S, kann man das lesen? Ich hoffe, man kann das lesen. Oh nein, Feueralarm. Oh Gott, ich hätte das vielleicht nicht hier auf dieser Station tun sollen. Ich hoffe auch nicht, dass Mr. Magie mich hier finden wird. Oh nein, ich muss aufhören, Sachen anzuzünden. Nicht, dass hier der Feueralarm ausgelöst wird von der Stadt. Dann weiß ja direkt jeder, wo ich bin. Oh mein Gott, okay, eine Minute Zeit. Was mache ich jetzt am besten? Oh Gott, was ist das für ein krasses Gebäude, bitte? Wieso fängt hier auf einmal der Feueralarm an? Und wo ist Mr. Magie jetzt hin? Nicht, dass der jetzt auf... Oh Gott, was ist das für eine komische Stadt hier? Tear Down, okay, was soll ich? Ich will hier eigentlich... Was ist denn das für ein Ding? Hä? Was ist das? Oh, eins von... Oh mein Gott, 1 von 3 eingesammelt. Sehr gut. Wo ist das nächste? Wo ist das nächste Ding davon? Wo kann sich das verstecken, Leute? Schreibt in die Kommentare. Hier vorne vielleicht drinne. 30 Sekunden und das schaffe ich doch niemals. Ich muss schnell hier rauskommen aus der Stadt, sonst wissen die, dass ich das war. So, schnell rein hier und weg. Oh Gott, bevor hier noch irgendwas anderes passiert. 10 Sekunden habe ich hier auch nur noch. Oh Gott.
Gibt's hier ein Boot? Gibt's hier irgendwie? Ich hab mein Jetpack dabei. Gibt's hier irgendwo ein Boot, welches ich mir klauen kann? Bitte, hier noch ein Auto. Komm, es ist... Nein! Sie haben mich gefunden! Oh Gott, wo springen sie mich hin? Yo, wo bin ich? Ich bin auf einer einsamen Insel gelandet. Wieso ist da ein Kackhaufen und ein Schwan? Und wieso ist der Kackhaufen auch gefühlt halb kaputt schon? Oh, hi, was machen Sie denn hier? Du hast es wahrscheinlich schon gewusst. Ich bin Mr. Magie. Wie, du bist Mr. Magie? Also warst du die Schlange und hast mich gejagt, oder was? Wie hast du das gemacht? Ich hab dich verzaubert. Du musst auf meiner Insel arbeiten. Ja, okay. Und was soll ich jetzt hier machen? Bitte, ich... Warte mal, kann ich hier nicht irgendwie abhauen? Oh nein, das ist wirklich... Warte mal, ich flieg mal kurz mit der Drohne hoch. Das ist wirklich eine einsame Insel mitten im Atlantik. Was, wie komme ich denn jetzt hier weg? Du musst für mich Arbeiten verrichten, um nicht mehr verzaubert zu sein. Was denn für Arbeiten? Oh nee, ey, da habe ich jetzt ja mal gar keinen Bock drauf. Okay, warte mal, warte mal. Was soll ich machen? Erzähl mal, ich möchte einfach nur noch hier weg. Siehst du diese ganzen kaputten Boote um dich herum? Ja, ich habe mich eben schon gewundert. Was hat es damit auf sich? Auch so ein alter Lamborghini. Was ist damit? Ich bin zu schwach und habe auch keine Zeit, sie in den Vulkan zu werfen. In den Vulkan? Du willst mir sagen, das hier ist ein Vulkan? Warte mal, kurz hoch hier. Um Gottes Willen! Wie sieht denn das da drin aus? Was ist das denn alles? Diese heiße Lava. Oh Gott, ja, okay, ein Vulkan also. Und jetzt, ja, wie soll ich das da reinschmeißen oder was, Mann? Oh, ich hab da noch keinen Bock drauf. Schmeiß die ganzen Boote und alles, was du hast, in den Vulkan. Ja, und wie soll ich das anstellen? Du siehst schon, dass ich schwach bin. Ich meine, guck mich an. Wie soll ich das so ein Boot da oben hochziehen? Hier, nimm das. Yo, was ist das denn? Okay, und was kann ich damit machen? Nehmen wir mal hier den Schwan. Lol, ich kann damit Sachen nehmen. Auch schwere Sachen. Okay, ich mach so, wie du willst. Ich schmeiß es hier rein. Wow, der Schwan, er löst sich auf. Guckt euch an, wie er sich langsam auflöst in der Lava. Und das war's mit dem Schwan. Wir haben ihn verbrannt. Okay, Schwan habe ich schon mal gemacht. Jetzt die anderen Sachen in Ordnung. Ich mache hier alles so, wie du möchtest. Ich möchte hier nur weg. Beeil dich. Ist ja gut. Mein Gott. Okay, ich stelle mich doch schon an hier. So, komm, nächstes Boot. Ab nach oben hier rein. Ich will doch hier einfach nur von der Insel runter. Hat er gesehen, dass das Boot ein bisschen kaputt gegangen ist? Anscheinend nicht. Und auch das Boot hier schmilzt hier komplett in der Lava und wird klein. Sehr, sehr gut. Ja, noch ein Stück. Guck mal, hier unten auch nochmal. Bam. So. Sehr gut, nächstes. Ich könnte von hier oben vielleicht auch direkt nehmen. Ja, das Boot nehme ich jetzt hier auch nochmal. So, ganz kurz nach oben. Ja, und, oh Gott, nicht, dass ich da selber noch reinfall. Und auch weg mit diesem Boot. Sehr gut, das verbrennt auch sehr, sehr schön. Genauso soll das. Schön damit rein in die Lava und aufgelöst. Sieh zu! Ja, Mann, ich mach doch schon so schnell ich kann. Was soll ich noch machen? Ich kann mich nicht auflösen. Jetzt muss ich sogar hier noch seine Kacke wegmachen, oder was? Ist ja ekelhaft. Okay, 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 das haben wir jetzt noch, diesen Lamborghini da unten. Der ist eigentlich zu schade, um den so einen Vulkan zu werfen, noch nicht. Aber egal, komm, rein damit und... Oh, oh, was? Nein, oh nein. Der Vulkan scheint kaputt gegangen zu sein. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt. Ich kann ihm das nicht erzählen. Okay, er hat es noch nicht gecheckt. Warte mal. Das heißt, ist hier noch irgendwas? Nee, hier ist sonst nichts. Ist auch ganz schön heiß hier oben. Wie verrate ich ihm jetzt am besten, dass der Vulkan kaputt ist? Warte mal. Oh mein Gott, wie das brennt. Okay, ich habe nichts gesagt. Nevermind, der Lamborghini brennt komplett ab, oder was? Nee, doch, ist... Okay, der Vulkan ist auf jeden Fall Schrott. Wieso erkläre ich ihm das am besten? Wenn ich ihm jetzt erzähle, dass ich hier zwei Sachen nicht richtig kaputt bekomme, dann wird er mich bestimmt foltern. Okay, ich habe alles klein gemacht. Alles gut. Na, das gucke ich mir jetzt mal an. Ja, dann mach doch mal. Wow, was ist das denn? Hast du sie noch alle? Ja, da ist gar nichts. Alles in Ordnung, Freunde. Ich hau direkt schnell ab hier mit seinem Boot. Okay, und weg, und weg. Weg und weg. Oh Gott, nicht, dass Mr. Magie noch kommt und mich hier aufhalten will. Ich habe einfach sein Boot gerade geklaut. Wow, guck mal, der Vulkan da drüben, da passiert irgendwas. Okay, ich fahr weiter, ich fahr weiter. Was ist das denn? Oh Gott, was ist das? Was ist mit meinem Boot los? Was macht mein Boot? Mr. Magie steuert es anscheinend fern. Was soll das denn? Nein, oh nein, er steuert das direkt auf den Vulkan zu. Pass doch auf. Pass doch auf! Oh, wow, nein! Wir werden direkt hier in den Vulkan gezogen! Oh Gott, Freunde, es hat doch alles keinen Sinn mehr! Was soll ich denn machen? Jetzt bin ich hier wieder auf der Insel. Wo ist Mr. Magie? Er ist nicht am Start. Er ist nicht am Start. Was ist... Ah! Oh Gott, aua! Es tut weh! Das ist heiß! Ist das hier Mr. Magie? Oh! Ich glaube, Mr. Magie ist auch in den Vulkan gefallen. Aber dann hätte er mich ja eigentlich nicht verzaubern können. Freunde, ich würde sagen, das soll's mit dem Video gewesen sein. Lasst ein Like und auch ein Abo da, folgt mir auf Instagram, antwortet euch jedem Link dazu in der Videobeschreibung. Und tut mir den Gefallen, checkt erstmal meine Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao!